Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Taxi Live. Wir fahren gerade mal zu dieser Herausforderung. Mal schauen, was da auf uns wartet oder wie das Ganze aussieht. Ich kann mir bisher noch nicht wirklich viel darunter vorstellen, was daran jetzt anders sein soll. Mal schauen. I'm in a hurry. You'll get a big tip when you get to our destination quickly. Just don't kill us. Herausforderung Geschwindigkeit. Bis zum Ende dieser Herausforderung kannst du die Regeln ignorieren. Werde nicht langsamer als 40 km/h. What? Okay. Nicht langsamer werden als 40 km/h. Das heißt, jetzt hier einfach irgendwie so. What? Ein bisschen Vollgas geben. Ich habe übrigens gerade die Grafikeinstellung ein bisschen runtergeschaltet. Also runtergestellt. Aber sieht mir jetzt bisher noch nicht aus wie ein großer Unterschied. Okay, crazy. Ohne Rücksicht auf Verlust einfach drauf losfahren. Über rote Ampeln. Und alles andere. War das gut genug? Drei von fünf Sternen. Kein Anhalten in roter Ampel. Fahren in Bereichen, die für Autos verboten sind. Kleine Zusammenstöße. Okay, wait. Ich glaube, ich konnte es nicht so schnell lesen, dass ich das klar verstanden habe. Wahrscheinlich meinte er bloß, wenn wir fahren, dann nicht unter 40, aber anhalten an roten Ampeln schon. Okay, ich habe es, glaube ich, kapiert. Alter. Das Auto sieht schlimm aus. Selbst auf der Seite ist eine Schramme von wo auch immer. Weird. Wüsste ich jetzt gerade gar nicht, von wo das kommt. Ja, warte kurz. Was haben wir für Zeit eigentlich? 28 Grad. Und ich fahre ohne Klimaanlage. Setzt die Klimaanlage an. Okay. Die Klimaanlage ist, glaube ich, jetzt an. Aber wir haben 7.47 Uhr am Abend. Sobald wird es eigentlich mal, oder sollte es mal dunkler werden? Wir haben 5000 Euro. Und die Garage ist eigentlich ziemlich nah. Wenn das denn unsere Garage ist. Oh. Ich glaube, das spielt gar keine Rolle. Wir können an jeder Garage anhalten. Wir gehen mal kurz dahin, um vielleicht unser Auto mal ein bisschen zu reparieren.
So. Okay. Karosserie hat den meisten Schaden. Die Bremsen auch ein bisschen. Wahrscheinlich bringt es zwar gar nichts, die Karosserie zu reparieren. Zum Glück kostet es nicht so viel. Wir machen erstmal alles. Wieder auf 100%. Okay, wir könnten andere Autos kaufen und freischalten. Ah, das ist jetzt übrigens das Auto, das bei der Supporter Edition dabei ist. Und glaube ich, eine Woche auch noch gratis im Spiel dabei ist, wenn man es kauft. Also so ein schönes Oldtimer-Auto. Habe ich jetzt einfach... Gut, ich habe einfach Bremsen gekauft. Erstes Upgrade, kaufe ein neues Autoteil und rüste es aus. Aus Versehen einfach 1000 Euro rausgeschmissen, wo ich das gar nicht wollte. Ich würde gerne ein anderes Taxischild haben. Das finde ich gut. Oh, leveln können wir ja auch immer noch, habe ich ganz vergessen. Vorteilsbaum, Fahren, Fähigkeiten, Wartung, Gesetzestreue, Unternehmen. Die Nutzung von Servicestationen, Tanken, Laden, Reinigen ist günstiger, dadurch kannst du Geld sparen, hört sich gut an. Zeitsparer. Die Nutzung von Servicestationen, Tanken, Laden, Reinigen geht schneller, dadurch vergeudest du keine Zeit, wenn du gerade verdienen kannst. Das Entdecken von Denkmalen und Sehenswürdigkeiten bringt mehr Erfahrung, du machst schneller Spielerfortschritte. Der Treibstoff wird langsamer alle, du musst seltener tanken. Ich würde wahrscheinlich hier noch Gesetzestreue nehmen. Statistik. Okay. Zurückgelegte Entfernung bisher 28 Kilometer. 12 Denkmäler entdeckt. 7 Graffiti. 5 Gespräche geführt. 4 gekaufte Teile. Ein Auftrag storniert. Ja, gut, aus Versehen. Alright. Dann gehen wir mal wieder auf die Straße. Da gibt es auch eine Herausforderung. Und wenn hier schon jemand ist, Schwierigkeit schwer. Was heißt das? Ich glaube, wir finden es gleich raus. Jetzt ist das Licht wieder aus. Das Radio wieder an, bitte. Klimaanlage an. Heißt eigentlich runterfahren? Nee. Das Runterdrehen heißt es... die Wärme runterdrehen oder die Stufe? Auf geht's. Alter, blinkt das Licht.
Okay, hat gereicht. Hi there. Hallo. Okay, ich glaube, das war ganz knapp. Aber es ging gut. Okay, was ist jetzt schwer daran? Hat sie weniger Geduld? Hat sie mehr Anforderungen? Oder Maker schneller, wenn man was falsch macht? Wie jetzt zum Beispiel. Sorry, ich muss da auch lang. Einfach über Rot gefahren, der Junge. Passt jemanden überfahren? Noch 800 Meter, dann sind wir da. Bremst doch nicht immer so abrupt. Aber wir müssen sowieso links abbiegen. Langsam wird es auch dunkler, wie man sieht. Bin gespannt, wie die City bei Nacht aussieht. Oder wenn es mal regnen würde oder so. Sollte, glaube ich, ja eingebaut sein. Dynamisches Wetter. Rechts ist irgendwas. Denkmal für Santiago Roldan. Okay, das gibt jetzt 100 XP mehr. Doch das Schild gefällt mir viel besser, das Taxi-Schild. War eine gute Entscheidung. Der andere wird einfach wieder über Rot. Und der Junge auch. Oh Mann, Verkehrsregeln sind hier auch nicht so vom Begriff. David und Goliath. Sehe ich zwar darin nicht, aber okay. Neuling, erreiche Level 5. Wir müssen jetzt hier lang. Sieht auch ganz schön aus hier. Goodbye. Ciao. Danke für die Fahrt. 66 Sekunden Geduld. Erste Schritte. Absolviere mindestens 10 erfolgreiche Fahrten. Nur 3 Sterne. Kein Anhalten roter Ampel. Ich glaube, das war jetzt die Ampel gerade vorhin gemeint. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu weit nach vorne gefahren. Fahren entgegen der Fahrtrichtung. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo das passieren
sein soll. Aber gut, 284 Euro. Ich meine, was will man mehr, oder? Ich würde es noch cool finden, wenn man die Kamera ein bisschen weiter rauszoomen könnte. Dann würde es auch einfacher gehen mit Thumbnails machen, aber gut. So geht's ab. Dann mal schauen, was wir hier noch so haben. Auf jeden Fall andere Fahrgäste. Sind aber alle auf der falschen Seite. Dolores. Ich glaube, wir nehmen dann gleich mal hier Dolores Länge Mittel. Aber auch das wieder erst in der nächsten Folge hier bei Taxi Live. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.